Next Meal. Es ist Mittagszeit, Lunchtime und ich habe wieder wenig Zeit heute. Deswegen war ich kurz bei Subway. Sub des Tages, Chicken Fajita. Da ist nur das Beef drauf, Weißbrot und der übliche Salat. Keine Soße, kein Käse. Ich werde das jetzt mit ein bisschen Salsa aufpeppen und den Cheese hier habe ich hier selber mit 17%. Tue ich gleich noch mal in den Ofen. Und dazu gibt es noch ein bisschen Roggen und ein bisschen Schinken. Seht ihr aber gleich, wenn es fertig ist. Und die Moral von der Geschichte: pimpt das Essen von auswärts und du kriegst mehr für deine Macros. Ich zeig's euch gleich, wenn es alles fertig ist. So, nicht gegen das Licht filmen. Willkommen zu einer weiteren Reverse Dieting Meal Episode. Ich habe ja gesagt, Subway habe ich mitgebracht, Sub des Tages. Ist echt günstig dann, 2,30 Euro glaube ich. Das ist dann echt fair. Habe ich halt Käse selber drauf gemacht, Chicken Fajita, ein bisschen Salsa und nochmal zwei Roggen, Knäckebrote mit Schinken, Gurke und auch ein bisschen Käse. Also Hälfte auswärts, Hälfte in-house. Meine Kartoffeln und meine Zimttaler kennen die meisten auch schon. Also relativ usual. Nicht so viele Calories, weil ich heute erst um 18 Uhr ins Rückentraining gehen kann und danach halt noch die meisten Calories essen will. Deswegen eine relativ kleine Mahlzeit. Beim nächsten Essen sehen wir uns wieder. Moin und welcome back zu der nächsten Macro Meals and Muscle Reverse Dieting Folge, Vlog, whatever. So, es ist Freitag, morgen, jetzt 10:30. Ich habe noch nichts gegessen, habe schon Cardio gemacht, auf leeren Magen. Einfach weil ich so früh wach war, so früh PTs hatte und ja, jetzt mehr essen wollte. Und was es heute gibt, es gibt mal wieder Pancakes. Ich habe einen riesen Pancake gemacht. Ich von Buddy das Rezept gekriegt. Blaubeeren sind da drin, Tiramisu Whey und ah, das ist richtig so ein dickes Ding. Richtig geil. Dazu gibt es natürlich wieder Maple Flavor und mein Protein Fluff zum Dippen oder zum Draufschmieren. Ihr wisst ja, ich schmiere da gerne so alles Mögliche drauf. Und ja, gar nicht so viel Kalorien. Mal gespannt, wie das schmeckt. Dann geht es heute zum ersten Mal ins neue Rückentraining, was ich jetzt neu erstellt habe für mich. Ja, und ich werde auch neue Macros heute hochfahren auf 300 Gramm Carbs wieder, weil ich glaube, ich schiele so ein bisschen. I don't know. Weil gefühlt ich schon wieder, Körperfett verloren habe nach diesem nach dem Cheat Day quasi, war ich ja wieder ein bisschen hoch. Jetzt bin ich zwar auch bei 77,5, aber ja, habe halt Power im Training, da soll es weitergehen, es soll jetzt hochgehen mit dem Gewicht. Und ja, der Winter kommt, ein bisschen mehr Körperfett ist gar nicht verkehrt, also hört auf euren Körper. Es hat schon Sinn, dass er nun mehr Hunger kriegt und ihr mehr, ein bisschen mehr Körperfett haben sollt. Lean sein ist geil, habe ich schon mal gesagt, aber sich gesund fühlen und Spaß im Training haben ist noch viel wichtiger. Ich esse jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Meal. That's the way I like it. Fokussier doch mal. Schön flashy. Dazu ein bisschen Christian Gooseman und Steve Cook. Dann geht's gleich ins Workout. Motivation ist da. There we are, Team Skinny Cars. Was ihr hier seht, ist eigentlich die größte Neuerung in meinem Rückentrainingsplan, nämlich die Snatch Grip Rack Pulls.
Das heißt, ich ziehe nicht vom Boden und ich greife im Obergriff sehr, sehr weit außen. Das sieht man jetzt natürlich von der Seite nicht. Aber na, vielleicht sieht man es doch gleich so ein bisschen. Und Ziel des Ganzen ist es wirklich, den Schultergürtel statisch zu trainieren. Ja? Die ganze Muskulatur um die Schulterblätter herum. Da sind die meisten Leute mit langen Armen relativ schwach, weil sie einen ganz langen Hebel haben mit den langen Armen. Und deswegen haben sie es auch extrem schwer, einen guten Punkt zu finden bei normalen Deadlifts, Sumo-Deadlifts, wo gute Hebelverhältnisse sind. Und ihr seht jetzt, ich will jetzt hier wirklich statisch Spannung im oberen Rücken aufbauen. Also keine dynamische Übung für diese Muskelpartie, sondern eher da die statischen auch Ausdauerfasern treffen. Davon 6x6 Wiederholungen macht, auch nicht viel Gewicht. Ich glaube, das waren 90 Kilo nur, um erstmal in diese Bewegung reinzukommen. Das wird jetzt aber progressiv gesteigert. Und dann gucken wir mal, was wir da an Dichte rausholen können. Dann haben wir noch den Tapia getroffen, seht ihr auch noch gleich kurz. Und ja, bin gespannt, was die nächsten Wochen da rauszuholen, Wochen und Monate da rauszuholen ist. Viel Spaß noch mal im weiteren Video. Nee, eigentlich nicht. Ich hab sie nur dabei, um ein paar Fotos zu machen. Was machst du heute? Schultern? Tapia macht auch Schultern. Ich mach heute Rücken. Look at them gains. Völlig gestresst, der Mann. Training ist durch. Tapia getroffen. Hat heute Schultertraining gemacht. Ja. Next meal. Mein Protein-Eis. Drin sind 200 Gramm gefrorene Erdbeeren, 80 Gramm gefrorene Himbeeren, eine Banane, 135 Gramm, 30 Gramm Tiramisu Whey. Richtig nice, kann ich empfehlen von MyProtein. Und ja, 4 Eiswürfel, 150 ml ungesüßte Mandelmilch. Und das gibt hier so einen Riesenbowl. Und da rein kommen jetzt noch die Honeyballs, 20 Gramm. Gibt's, weiß ich nicht, bei Lidl oder bei Aldi war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mein Post-Workout-Meal. Da muss ich wieder losarbeiten und die richtig große Mahlzeit gibt es dann heute Abend. Und ich weiß noch nicht was. Aber wir werden es sehen. Rückentraining war richtig gut. Werd mal eine Sache einspielen oder habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen, die ich abgeändert habe, einfach um jetzt mehr Dichte in den Rücken zu kriegen mit meinen langen Armen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, trotz langer Arme richtig Dichte in den Rücken zu bringen, erkläre ich dann, oder habe ich im Video wahrscheinlich schon erklärt, hoffe ich, mal gucken, ne? Also Trainingsplan umgestellt und jetzt müssen die Gains kommen, es wird weiter reverse dieted.